Seit einer Woche gilt die verschärfte Maskenpflicht auch in Hameln und auch im Rathaus. Wer das Bürgeramt besucht oder im Rathaus arbeitet, muss sich an Folgendes halten. Es gilt das, was auch bei den öffentlichen Verkehrsmitteln gilt und auch bei Geschäften, dass also eben eine medizinische Maske getragen werden muss. Also entweder ist es eine sogenannte OP-Maske oder die mittlerweile ja auch schon bekannte FFP2-Maske, jedenfalls nicht mehr diese normalen, oftmals ja auch selbstgemachten Masken, das reicht jetzt nicht mehr aus. Das gilt auch für den Wochenmarkt, aber wer in der Fußgängerzone unterwegs ist, der könnte das auch noch mit einfacher Stoffmaske. Eigentlich noch mit einer normalen Maske unterwegs sein. Das Problem ist natürlich, ich müsste Maskenwechsel vollziehen, wenn ich dann ein Geschäft betreten will. Also eine Maske auf Deisterstraße und Fußgängerzone ist und bleibt eine Pflicht und das Tragen wird streng kontrolliert. Es gibt aber auch die Ausnahme. Wir sind schon streng, wobei wir natürlich auch oftmals nochmal ermahnen. Allerdings ist es so, dass es auch einige gibt, die eigentlich wissen, dass sie eine Maske permanent tragen müssen und dort auch keine Getränke oder Essen verzehren dürfen. Wir kontrollieren das schon und in der Regel muss man da sagen, auch die Erfahrung, die wir bei uns gesammelt haben, ist es in der Tat so, dass die meisten, die wirklich eben von der Pflicht zum Tragen einer Maske befreit sind, auch ein dementsprechendes ärztliches Attest vorweisen können, was also auch wirklich der Richtigkeit entspricht. Wir haben allerdings auch insbesondere bei Demonstrationen oder auch ansonsten bei einigen sogenannten Maskenverweigerern es schon erlebt, dass insbesondere, das haben wir dann aber auch dem Landkreis gegeben als zuständigen Gebietskörperschaftsträger oder auch teilweise hat die Polizei das übernommen, das dann auch zu überprüfen, ob diese Atteste denn auch wirklich dem entsprechen, was wir fordern. Das ist nämlich von einem Arzt auch tatsächlich dann in diesem jeweiligen Fall auch medizinisch begründet, dann eine Befreiung von dem Tragen einer Maske gibt. Umstellen mussten sich seit dieser Woche auch alle Passagiere im öffentlichen Nahverkehr. Laut Öffis wird im heimischen Busverkehr wie folgt vorgegangen. Wenn die Fahrgäste beim Einstieg vorne am Fahrpersonal vorbeikommen, achten die Kollegen darauf, dass die Fahrgäste Masken tragen. Fahrgäste ohne Masken und ohne entsprechendem Attest, sofern sie der Altersgruppe angehören, für die eine Maskenpflicht besteht, werden angesprochen und notfalls wird die Mitnahme verweigert, sollten sie nicht die vorgeschriebene Maske der deklarierten Altersgruppe aufsetzen. Selbstgenähte Masken, aber auch FFP3-Masken oder Masken mit Ventil sind nicht zulässig, auch nicht im Supermarkt. Auch hier müssen sich in Hameln einige Kunden noch an die verschärfte Verordnung gewöhnen. Ja, hallo, schönen guten Tag. Mein Name ist Duchner. Ich bin der Betriebsberater des E-Center Hermasch. Und wir haben uns gedacht, dass in der jetzt besonderen Situation, die hier vorherrscht durch die Corona-Pandemie, haben wir uns Folgendes gedacht. Wenn Kunden mit einer nicht-medizinischen Maske unseren Markt betreten, möchten wir niemanden nach Hause schicken. Wir haben einen gewissen Service eingerichtet, dass unsere Mitarbeiter die Kunden darauf hinweisen, eine neue medizinische Maske nutzen zu müssen. Und damit niemand mehr nach Hause gehen muss, bekommen die Kunden für uns in der Übergangszeit eine medizinische Maske ausgehändigt, um damit hier einzukaufen und einen gewissen Teil unserer Verantwortung dann auch zu tragen.